Einen wunderschönen guten Tag und ein herzliches Olatsch an alle. Ich bin immer noch auf dem Weg Richtung Leichenhalle. Ich hoffe, dass das diesmal mit dem Multiplayer besser funktioniert. Ich bin quasi jetzt schon nahrungsmittelkonservtechnisch ein bisschen am Ende. Die Tür, da kommt keiner rein. Hast du noch nie einen Zombie-Film gesehen? Das ist witzig. Zwar nicht so witzig, wie ich gern hätte, aber es ist witzig. Es entbehrt einer gewissen Komik. 150 Meter und ich bin bereit, auf alles zu ballern, was bei Drani am Baum ist. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Ja, da sind wir auch wieder. Wahrscheinlich wird man es am Cut gemerkt haben, aber die Server sind mal wieder down gegangen. Mal wieder. Ach du Scheiße. Ich hab mich jetzt ein bisschen eingestuhlt. René, hier ist deine Mutter. Ich habe deine Nachricht erhalten und ich weiß es, mein Schatz. Schon lange. Und es ist okay. Was du auch tust, ich werde dich immer lieben. Aber, René, ich sehe die Nachrichten und mache mir solche Sorgen um dich. Du musst jetzt stark sein. Für dich und Julie. Ihr müsst aufeinander aufpassen. Ich liebe dich, René. Ruf mich wieder an. Muss doch noch was Besseres sein. Coole Sache. Coole Sache. Es geht. Damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Bist du hart von hinten ausgenockt. Oh, fuck yeah. Aber wer rechnet auch mit sowas, ne? Larry Barrett ist ein erfahrener Sträfling. Rivalisierende Straßengangs von Rikers Island vereint sich nach Manhattan geführt hat. Also... Larrea Barrett hat die Entflohenen, hat quasi die Riker aus der Gefängnisinsel Rikers Island hierher gebracht. Betreten eines sicheren Bereichs. Cool, cool. 13, 7, der hat's. Schöne Farmers. Aug. Ach, ich bin aber auch heute wieder ein bisschen duselig. Ich habe eine Scar. Ich liebe diese Waffe. Es gibt so viele Waffentypen, aber wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich mir immer und immer wieder die Scar holen. Wenn der Schaden halt, wenn es hier kein Schadensprinzip gäbe, sondern quasi einfach nur, ne, so Counter-Strike-Style, aber... Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich mit Absicht so gemacht, dass es nicht so ist wie Counter-Strike. Die alte Welt gibt es nicht mehr. Yep. Sie ist tot. Die alte Welt ist tot. Hallo, Hundi. Länger weg vom Auto. Das war jetzt wahrscheinlich, also der Tod war sogar mir peinlich. Ja, das war erstmal nur so ein Moment unachtsam. Man passt einfach, man hat einfach so diesen Moment, wo man nicht aufpasst. Und dann haut's dir quasi erstmal richtig schön die Beine weg. Schon peinlich. Aber das wird mir einfach nicht nochmal passieren. Sarah wollte die Baustelle als Massengrab nutzen, was das Interesse der Cleaners daran erklärt. Vermeiden Sie nach Möglichkeit jeden Kontakt, aber tun Sie, was nötig ist, damit Rhodes uns den Saft wieder andrehen kann. Das heißt, falls er noch lebt.
Spielersuche. Ich glaube, diesmal mache ich das wirklich von Anfang an so. Ist wahrscheinlich nur mit am einfachsten. Ja, ich weiß, es ist immer leidlich, diese Zeiten abzuwarten. Man halt sich angucken zu müssen, wie da ein Einzelner steht. Aber I do my best. I swear, by God. Man muss auch schon Spielersuche drücken. Ja. Da bin ich auch quasi direkt in der Gruppe drin. Das ist mega nice. Sarah wollte die Baustelle als Massengrab nutzen, was das Interesse der Cleaners daran erklärt. Vermeiden Sie nach Möglichkeit jeden Kontakt, aber tun Sie, was nötig ist, damit Rose uns den Saft wieder andrehen kann. Das heißt, falls er noch lebt. Ein neuer Agent tritt Ihrem Team. Hilfsrelais lokalisiert. Ziel erfasst. Ach so, ich muss den Tabulator gedrückt halten. Ebene 3. What's up, dude? Come on. Let's kill this, idiots. Das war der falsche Knopf. Let's go, we can rock this. We stick together and we deal this. Ja, ich weiß, wahrscheinlich werden jetzt zigtausende Leute kommen. Oh, dein Englisch ist so grottig. Das weiß ich. Warnung. Feinde nähern sich ihrer Position. Rhodes ist nicht gerade unser Wunschkandidat. Er hat das nötige Fachwissen, aber es heißt, er sei exzentrisch. Was eine nette Umschreibung für paranoides Arschloch ist. Der Typ ist gut. Der Typ ist richtig gut. Das ist ein verkacktes Scharfschützengewehr, Mann! What the heck? Good rifle. Da ist einer am Hacken. Willkommen auf YouTube. Wir haben die Info, dass mehrere Teams der Cleaners vor Ort sind. Sie wollen die Infektion ausbrennen, und zwar inklusive der Leute, die versuchen, sie aufzuhalten. Also Vorsicht, sie arbeiten in Teams.
Alter, ernsthaft, du hast nicht mal deine Waffe gewechselt. Also entweder ist das der übelste Bug der Nation, oder der Typ ist mal ganz dreckig am Hacken. Aber richtig dreckig. Aber so dreckig im Quadrat, Alter, das ist richtig dreckig im Quadrat. Mit dem Projekt sollte das U-Bahn-System ausgebaut werden. Es war noch nicht fertig, als die Dollargrippe ausbrach. Öffentliche Bauten in New York folgen ohnehin ihrem eigenen Zeitplan. Ich meine, klar. Was zum... Aktivieren Sie das Energierelais. Also das nenne ich mal, das nenne ich mal richtig hartes Rumhacken. Du bist doch gerade mit... Beware, dude. Beware. Enemies. Der, der eben das Licht eingeschaltet hat, ist entweder von der JTF oder hat sich verlaufen. So oder so. Danke. Hier, Fei Lau, ich misch mich kurz ein. Die Hilfe ist von uns, Rhodes. An wen auch immer. Machen Sie sich auf den Weg zum Sekundärrelais. Und sobald Sie Leichen sehen, setzen Sie schnell die Maske auf. Sonst sind Sie tot. Alter! Really? Aktivieren Sie das sekundäre Alter, ohne Scheiß jetzt. Alter, du bist so ganz, du bist ja so überhaupt nicht hart am Hacken. Ohne Witz, wenn ich jetzt irgendein scheiß episches Loot kriege wegen dir, weil du das gehackt, weil du hier am Umhacken bist. Als ich habe. Glauben Sie, dass Sie mir helfen können, wenn ich Ihnen sage, wie? Welche Hilfe Sie auch brauchen, Sie werden sie bekommen. Gut, weil ein paar Relais-Module ausgewechselt werden müssen. Warnung, die Daten deuten auf ein kontaminiertes Gebiet hin. Verlassen des kontaminierten Gebiets. Ken 1903. Alter, ohne Witz. Du bist so ein Spaten, Alter. Versaust das, versaust dir selber den Spielspaß, nur weil du hacken musst. Alter, du bist ein Spaten. Willkommen, ganz ehrlich, herzlich willkommen auf YouTube. Und ich hoffe, ich bete zu Gott, dass die dich packen. Ich bete wirklich zu Gott, dass die dich packen. Da! Der hat, der... Der macht... Alter Schwede, du bist doch so ein Eule. Du bist so eine Eule. Ich weiß, es ist nur Singleplayer. Feinde nähern sich ihrer Position. Scheiß die Wand an, es klappt tatsächlich. Kein Spannungsabfall mehr in Lower Manhattan. Noch ein paar Aktionen wie diese und wir sind im Geschäft. Alter, was eine Eule. Okay, diese Schießerei, das waren Sie, oder? Dachte ich mir. Ich glaube, dass Sie jemand gehört haben könnte. Warnung. Feinde nähern sich Ihrer Position. Ich brauche hier eigentlich gar nichts mehr machen. Ohne Scheiß jetzt. Also ganz ehrlich, das Scharfschützengewehr, das er da hat, wenn es das wirklich im Spiel gibt, habe ich nichts gesagt, aber... Verbinden Sie das sekundäre... Er rennt da einfach durch. Er rennt da durch, der Bob. Please back up. I need backup. I transported. Feinde nähern sich ihrer Position. Oh.
Position. Help, dude! Help! Typ ist hart am Hacken. Dort. Weißt du, wenn er schon hackt. Auch wenn es unauffällig ist. Oder in Warnung. Betreten eines kontaminierten Gebiets. Sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet. Alter, ich komme da gerade irgendwie nicht drauf. Ich meine, klar, es ist jetzt im Moment nur kooperatives Singleplayer. Weißt, ich bin quasi auf Leute angewiesen, die mit mir zusammenspielen. Aber wo ist da der Witz, wenn er einfach nur ganz mobile hackt? Aktivieren Sie das Energierelais. Na bitte. Ich hoffe, Sie können im Dunkeln sehen, weil ich Sie im Kontrollraum brauche, um die Sache abzuschließen. Je früher wir aus dieser Gruft rauskommen, desto besser. Doch auch. Warten Sie kurz. First come from right, second left, and the last directly behind me. Mein Gott, ist das Ding laut! Okay, ich mach mich jetzt im Kontrollraum an die Arbeit. Kleines Update von mir. Es wird gleich echt schnell echt dunkel. Der Strom fließt nur zur Basis, wenn ich neun gute. Also wird alles für eine Minute runterfahren. Leck mich am Arsch. Bei den Generatoren haben sie aber richtig hingelangt. Der letzte große Hurricane hat der Beschaffung wohl zu denken gegeben, denn diese Babys halten einiges aus. Widerspenstige Biester, aber vielleicht haben wir Glück. Was sagt man dazu? Jedoch. The first wave come from right. Another Scheiße, stairs, the door. Das. Ich dachte, um die hätten sie sich gekümmert. Really? Warnung! Feinde nähern sich ihrer Position. Sagen Sie mir, dass das Ihre Leute in dem Aufzug sind. Wir haben sonst niemanden vor Ort. Dann sind es Cleaners. Und ich bin am Arsch. Mm.
Alter. Ohne Witz, wenn du den noch kalt machst. Sharpen and yeah, heal me up. Keuler, du wirst dich schon verstecken müssen. Der ist mit seiner Knifte da richtig mies am Hacken. Ganz ehrlich. Ich dachte, um die hätten sie sich gekümmert. Stick together. Wir haben sonst niemanden vor Ort. Dann sind es Cleaners und ich bin am Arsch. Dude, come in. We're finished. You have a full automatic sniper rifle. It's a little bit... yeah... you know what I mean. Ridiculous. Agent, das Stromnetz scheint wesentlich stabiler zu sein. Dank Ihnen sind wir zurück im Geschäft. Rhodes ist schon auf dem Weg und braucht keine Eskorte.
Wir sprechen uns, wenn Sie wieder hier sind. Sorry, I must fix some issues in my graphic. So, yeah, thank you and welcome on YouTube, fucking cheater. Wir sind jetzt hier quasi durch, dank unserem kleinen Cheater. Und sehen uns dann in einer nächsten Folge in The Division. Also, haut da raus.